Moin, liebe Angelfreunde, hier ist euer Austin Fischt. Und zwar habe ich im letzten Video gesagt, wie ich meine Posenmontage mache. Die Aalsaison geht bald wieder los. Und da wollte ich euch gerne meine Montage zeigen, mit der ich hier ganz gerne fische. Also fangen wir mal an. Hauptschnur, ganz normale monophile Schnur, die ihr auch überall kriegt und benutzt. Jetzt haben wir erstmal einen Stopper drauf. Machen wir das so. Hier durch. Aber nur den Stopper. Perlen habe ich genug. Bisschen anfeuchten, damit der Stopper auch gut durchkommt. Zack ist er drauf. Hier ist schon mal der Stopper. Okay, nächster Schritt ist ein bisschen was abschnipseln. So, jetzt kommt die Laufpose. Ihr seht hier. Hier ist oben so ein Eingang, der führt hier nach unten. Dann stecken wir die Hauptschnur hier rein. So, mal kicken. So. Hier ist die Hauptschnur. Okay. Dann machen wir das so. Dann haben wir da noch eine Perle zwischen. Ich nehme aber die handelsüblichen, die gerade da sind. Ich habe noch so viel davon. Ihr kennt das sicherlich. Da bleibt immer was über. Ich weiß nicht, wohin damit. Da kann man das besser sparen. Weil wir Angler sind ja so eine Art Künstler, ne? Deswegen. So, machen wir hier eine Perle. Perle rein. So. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann nehmen wir, auf jeden Fall nehmen wir dann Blei. Ich habe dieses Blei hier, ist super für Aal. Schrotblei nehme ich auch. Ein bisschen, die Pose ist 4 Gramm. Und so mache ich das immer. Also damit bin ich schon am besten gefahren. Und deswegen. Machen wir das so. Noch einen da drauf. Dann habt ihr erstmal das hier. Seht ihr das? Und zwar, wenn ihr Biss habt, dann kann er auch so weglaufen. Weil hier ist der Stopper, wir ziehen ihn so nach unten. Das ist eine tolle Sache. Und jetzt kommt eine Gummiperle. Ich nehme so eine hier, packe ich dann da drauf und eigentlich ist die Geschichte schon fertig. Eigentlich fehlt nur noch ein Wirbel. Das kriegen wir auch ganz schnell hin. Nehmen wir etwas größeren, weil soll er auch ein bisschen halten, nicht? So, nehmen wir das hier. Hier durch die Öse durch. Nehmen wir als Schlaufe. So. So dass die beiden Enden dann hier zusammen sind. Und dann, wie Jörg Owens immer sagt, Time all rum. Ne? Machen wir auch. Eins. So, jetzt habt ihr das hier gezwirbelt. Jetzt geht ihr mit dem Ende, was hier über ist, hier durch die Öse. Seht ihr das? Durch die Öse hier durch. Und das Ende kommt hier wieder her, durchziehen. Man muss das auch ein bisschen befeuchten, damit da schön der Knoten drauf kommt. So. So, der sitzt bombenfest, da kann nichts mehr passieren. Stimmen wir das Stück mal ab.
So, fertig ist die Posenmontage. Und läuft. Also, das ist meine Art und Weise, mit der ich immer fische und mit der habe ich auch ganz viel Aal gefangen. Vor 2-3 Jahren, da habe ich noch keine Videos gemacht. Und ich muss sagen, es läuft sehr gut damit, mit der Montage. Das kann man immer variieren. Einige machen das anders, aber ich mache das immer so und das läuft auch ziemlich gut. Ja. Ich werde euch gleich mit ans Wasser nehmen, euch die Montage zeigen. Nochmal. Das war halt eine andere, die ich auch gebaut habe, aber prinzipiell das gleiche Prinzip. Und dann werdet ihr sehen, dass das so klappt und funktioniert. Und die Aalsaison, die kann jetzt kommen. Aalsaison 2021, die kommt. Alles klar, bis gleich am Wasser. Moin liebe Angelfreunde, so viel versprochen. Ich bin hier wieder am Wasser, habe ich euch ja gesagt gerade eben. Und zwar wollte ich meine Montage ausprobieren, die ich zu Hause zusammengebastelt habe. Und zwar habe ich hier einen Stopper. Dann die Laufpose. Kann schön nach oben laufen. Und hier habe ich eine Perle dazwischen gemacht. Hier ist das Blei. Und hier ist noch eine Perle dazwischen. Und eine Gummiperle bei den Knoten, bei dem Wirbel. So, jetzt will ich mal versuchen, ob die auch steht, die Montage, ne? Ja, läuft Bombe. Ein bisschen weiter dichter. Da steht 1A. So. Dann würde ich mal sagen, die A-Saison, die kann kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert mich. Euer Austin Fish. Bis dann.